Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mighty Magic 2. Wir wollen heute weitermachen mit dem Dungeon unter Sandsobar. Und das Erste, was wir dazu tun, ist... Nee, wollen wir nicht. Wir müssen ihm helfen. Okay, gut. Mit zu viele... das Erste, was wir mal holen, wir mal gucken, was dieser komische Dieb da von uns will. So müssen wir erstmal diese Viecher hier aus dem Weg räumen. Okay, also, so, wie kommen wir da nochmal am besten hin? Am besten nicht, indem wir da durchlaufen, aber nee, das sind es wieder Arachen. Okay, mit denen können wir inzwischen umgehen. Okay, hier. Yes. The thieving fiend got you. Hat's irgendwas weggenommen? Kann ich nicht sagen. Ich meine, wir haben bezahlt und haben nichts gekriegt. Ich nehme an, das ist der Witz. Keine Ahnung. Okay, aber ich gehe zurück zum Inn, weil wir haben das natürlich von vornherein durchschaut. Deswegen haben wir das natürlich nicht gemacht. Okay, bis gleich. So, nach diesem kleinen Experiment wollen wir jetzt das Dungeon richtig erkunden. Aber vorher wollen wir... Erstmal noch ein bisschen Kram kaufen. Feeding Frenzy, all you can carry. Muss das jeder kaufen? Nein, das ist gut. Okay, also, dann wollen wir ja. Okay. So, da würde ich sagen, rasten wir. Okay. So. Wir wollen da weiter nach Norden gucken. Da haben wir irgendwie vermissen wir noch einen Zugang zu diesem nordwestlichen Teil. Jedes Mal.
Also wirklich, na gut. Und in die nächste Falle, okay. Schönes Spiel. Ja, können wir es tanken? Sieht gut aus. Okay, Holy Charm, haben wir schon einen. Skill Potion, okay. Diese Juggler sind wirklich so ziemlich das Nervigste, was uns bisher begegnet ist, von den Monstern, die wir verletzen können. Mein lieber Mann, sind die nervig. Also wirklich. Okay. Ist immer schön, wenn das funktioniert. Super Flare haben wir auch schon. Nichts Neues, müssen wir rasten. Okay, so, und hier hatten wir jetzt irgendwie angefangen, gegen die Wände zu laufen. Boah, denn es ist uns letztes Mal ja auch passiert, ne? Können wir weglaufen? Nein, letztes Mal auch nicht. Okay. Okay, die sind weg. Conjurer ist auch weg. Okay. Läuft. Okay, gut, schnell.
Na, come on. Okay, Spike-Lamp haben wir alle schon. So, gehen wir hier irgendwo. Haha! Ach du Scheiße. Steal all gold. Run? Nope. Das ist ein Scheiß, ey. Gibt es in Might Magic 2 schon eine Bank? Glaube nicht, oder? Das ist erst in 3. Na gut, ich meine, andererseits finden wir eine ganze Menge Geld, aber das ist wirklich eine so blöde Spielmechanik. Aber gut. Also, was ist... hat man in 80er-Jahre-Rollenspielen ja irgendwas immer, was irgendwie ein bisschen unschön ist. Aber sie scheinen es nicht immer zu machen. Okay, wer hat denn noch Geld? Du hast noch Geld. Na gut, wir haben eine ganze Menge wieder. Also die geben auch eine ganze Menge Geld. Also Great Hammer plus 1. Was hast du? Du hast einen Warhammer plus 3. Das ist, denke ich mal, besser. Okay, aber nee, wir sind hier, wo wir auch noch nicht waren. Das ist neu hier. Etched in mud, a message on the floor reads. Etched in mud. Kann man etwas in mud etchen? Offensichtlich. Etchen heißt, ist wahrscheinlich nicht nur die eine Bedeutung. Okay, also in a message ist wahrscheinlich einfach nur hineingedrückt. Also es muss nicht zwangsläufig geätzt sein. Das ist auch egal. A message on the floor reads: Look in Castle Xabran. Look in Castle Xabran at 6-2 and you will find the Earth Disk. Okay. Die Erde ist eine Scheibe. Find the Earth Disk. Und vor allem ist es nicht nur eine Scheibe, es ist vor allem eine ziemlich kleine Scheibe, wenn wir sie, also quasi, ne, wenn wir sie da in einem 10 Fuß mal 10 Fuß, also ne, ungefähr 3x3 Meter großen Raum finden oder Kästchen finden können, muss sie da ja hinpassen und wahrscheinlich können wir sie sogar mitnehmen. Also könnten wir doch glatt daraus eine etwas erweiterte Form der Flat Earther machen. Die Erde ist nicht nur eine Scheibe, die Erde ist auch eine Scheibe, die wir in die Tasche stecken können. Da wird sich doch bestimmt auch jemand finden, der das glauben will. Na gut, okay, weiter geht's. Das sind eine ganze Menge Waldmänner. Wie finden wir die? Oh, wir haben ein paar Hitpoints, die gefallen uns nicht. Und vor allem sind sie nicht affected? Was soll das? Was soll das denn? Ist eine Frechheit. Also 4-1. Schaden mal. Ads Friends? Was soll denn der Scheiß? 35 Punkte, sondern ihr habt sie doch nicht mehr alle.
Okay. Keine Spare Points mehr, okay. Musst du das also machen? Okay. Ach, du schießt auch noch auf sie, wenn sie am Boden liegt. Das ist ja auch fair. Okay. Das gilt also offensichtlich für Fernkämpfer nicht. Heilung. Das war gut gewürfelt. Rosaka. Heile. Naja, nur für den Fall, dass wir noch weg müssen. Heil dich selber. Gott.
Gottes Willen, ey. Komm, oh Gottes Willen. Drei. Okay. Okay. Ganze Menge schöne Sachen gefunden, aber wir sind auch so gut wie tot. Beziehungsweise Sin ist tot. Also würde ich sagen. Surface. Upp. Oh, da kommen wir gerade gleich aus der Stadt raus. Ja, das wollte ich nicht. Ja, danke. Aber gut, waren wir mal kurz draußen. Okay, Surface. Ja, also Stadt zählt als Dungeon. Wurde ich ja schon darauf hingewiesen. Besuchen wir mal wieder den Tempel. Und es ist wieder Sin. Es ist immer Sin. Restore. Okay. Dann gehen wir auch noch ins Inn. Speichern den Kram. Gucken mal. Plate Mail plus 3. Plate Mail ist nur für euch beide. Du hast Plate Armor plus 1. Okay, dann würde ich sagen. With 4 Trade Sin hat kein Platz Rusalka. Holy Charm. Move 2 Trade 4. Moment, Plate Mail und Plate Armor ist natürlich ein Unterschied. Ja, Pyrx, mein Gott, du bist doch Rollenspieler, das müsstest du eigentlich wissen. Und schauen wir mal kurz nach. Plate Armor ist 10. Plate Mail ist. Okay, die sind also beide gleich gut. Nee. 11? Ja, doch, beide 11. Okay. Also gehen wir. Item. 1 F. Du removest aber die Plate Mail und equipst die Plate Mail plus 3. Und du equipst die ein Plate Armor. Great Hammer, Spiked Club, Psy, kann auch weg. Gut, also wieder zurück ins Dungeon. Yes.
So, jetzt laufen wir mal nicht in die Falle. Es hat funktioniert. Durch die Falle müssen wir durch. Nee, müssen wir nicht. Hätte auch überspringen können, Türk. Sei doch nicht so doof. Also, hier sind wir richtig. Ah, das sind schon wieder die Scheiße. Okay, jetzt haben sie nichts gestohlen. Okay, Miss Park hat alles verloren. Okay. Da hilft also nur viel Speed offensichtlich, dass wir vor ihnen dran sind. Moment, das ist ja durch 6 geteilt. Wenn wir das mal 6 nehmen, ist das, kriegen wir unser Geld doch wieder? Ist das Spiel so fortschrittlich, dass es sich merkt, was es gestohlen hat? Weil es ist, Miss Parker hat ihr Geld verloren. Jetzt kriegen wir, wenn wir das, das sind 6.000, 7.200. Kriegen wir wieder. Wie viel hattest du? Hattest du 7.200? Das könnte sein. Kann aber auch Zufall sein. Vielleicht beim nächsten Mal nochmal drauf achten. Wenn wir von mehreren bestohlen werden, ob das dann mehr wird. Weil bei diesem, der Situation jetzt, ich habe letztes Mal, glaube ich, nicht drauf geachtet, aber da würde das, oh, Thieves Guild, interessant. Guten Tag. Autsch, Autsch, ja, ja, ihr seid, können wir dann mal? Oh, Backstep gemisst. Das ist auch bitter. Das ist so bitter. Okay, es geht. Okay. The infamous Master Thief. Ach, du bist jetzt der Richtige, ne? Rinaldo Jr. will train your thieves in the finer points of pilfering for only 700 gold. Moment. Bist du immer wieder hier? Ja, okay. Ich nehme an, du bist der Richtige. Okay, wir haben jetzt Stevie 64. Wir haben irgendwas, was Stevie dazu kommt. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Might Magic es besser war vor diesen Stat-Erhöhungen. Die Sachen, gab es da ein Cap? Ich glaube, muss ein Cap geben. Wenn wir den Thieves... Haben wir 49, sonst haben wir keine Thieving-Sachen, ne? Pirate's Bow? Ja, Pirate's Bow, okay. So, jetzt haben wir 36. Yes. Okay. 46. Du wieder da? Kann man noch nicht sagen. Vielleicht ist er wieder da.
Surface. What? Run? Ach du Scheiße. Muss man jeder einzelne ran? Okay. Was ist denn hier los? Meiner Demon Dancing Dead? Wo zur Hölle? Was ist... What's going on? Warum hassen uns plötzlich alle? Hierhin. Mein lieber Mann. Okay. So, jetzt werden wir mal gucken. Ich glaube, das konnte man mehrmals machen. Haben wir nicht? Nope, haben wir nicht. Den Anti-Sleep Protection, also den Sleep Protection Spell. Okay, ja, das können wir tanken. So, 5 Cast, 1, 5. So, wir können hier hin. Moment. Okay, da können wir jetzt nochmal, müssen wir wieder gegen die Viecher kämpfen. Können wir mal gucken, wie das jetzt ist. Okay, jetzt steht da uns gar nichts. Ich meine, das ist auch eine Möglichkeit, das zu herauszufinden, wenn wir dann feststellen, dass wir kaum Gold von ihnen kriegen, dann wissen wir, wie es läuft. Wie kannst du das? Du bist immobilized gewesen. Okay, wenn wir jetzt deutlich signifikant weniger als 7000 kriegen. Ne, wir kriegen genau das gleiche, okay. Also nahezu das gleiche. Also würde ich mal vermuten, das war Zufall. Ist ja auch schön, dass das sofort weg ist. Am Ende der gleichen Runde ist der Zauber vorbei. Also ist die Wirkung vorbei. Also macht es im Endeffekt in dem Fall keinen Unterschied, ob sie dem Spell resisten oder quasi in der ersten oder ihren ersten Rettungswurf in Anführungsstrichen schaffen. Weil in beiden Fällen einfach der Zauber sofort weg ist. Das ist ja auch eine seltsame. Hey, so ist es halt. Okay, drauf.
46 ist 56, okay. 50, ist das Cap vielleicht 100? Ich meine, es ist ja das Problem bei diesem, bei dieser Aktion. Ich meine, wir müssen immer wieder diese Kämpfe machen. Aber das ist es mir ehrlich gesagt wert. Okay, aber ich meine, wir haben das jetzt genug gesehen, deswegen würde ich sagen, mache ich das mal kurz offscreen, laufe da noch ein paar Mal hin. Ist die Frage, wann ich aufhöre. Wahrscheinlich, wenn ich keine Lust mehr habe. Oder wenn ich feststelle, dass es ein Cap gibt. Aber ich will das auch, erstmal will ich es wissen und zweitens ist es ja auch von Vorteil für uns, wenn wir das mehrmals machen können. Und dann werde ich das jetzt tun und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich damit fertig bin. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder und es geht nicht mehr. Wir sind bis 66 gekommen und jetzt ist Schicht. Also würde ich mal vermuten, wir waren 56, ging noch. Vielleicht, ja. Also irgendwas in dem Bereich. Können wir vielleicht in Zukunft bei anderen Stat-Boosts noch genauer eingrenzen. Aber irgendwie so in dem Bereich hohe 50er, untere 60er ist Schicht. Was allerdings davon unbeeindruckt bleibt oder unaffected. Ne, ihr wisst, ach Gott, das ist deutsche Sprache. Also wir bekommen weiterhin, wenn wir jetzt unsere Sachen wieder anlegen, die wir, die uns Boni geben, die bekommen wir weiterhin drauf. Das heißt, und ich hatte es bei, ja, das sollte ich mal, das sollte ich auch nochmal machen, sicherheitshalber ausprobieren, wenn wir die Boni-Items anhaben, also tatsächlich, wenn unser Wert durch Items erhöht ist, ob das Spiel diesen Wert als den für das Cap relevanten Wert nimmt oder den Basiswert ohne die Items. Ich glaube, es ist der Wert mit Items, weil ich irgendwie im Kopf habe, dass es in Might Magic 2 eine gute Idee war, die Sachen auszuziehen. Aber werden es einfach in Zukunft nochmal ausprobieren. So, bist du schon bei 94, das ist doch gar nicht schlecht. Außerdem habe ich bei den ganzen Kämpfen eine Iron Wingmail gefunden für dich, die du trägst. Ansonsten hat sich nicht allzu viel getan. Okay, aber wir sind ja noch nicht fertig mit unserem Erkunden hier. Es fehlt ja hier noch ein bisschen was. Die ganze Seite da außen, also oben rechts und das hier. Guten Tag. Okay. Da ist also nichts. Das können wir uns also sparen. Dann müssen wir jetzt wieder hier durch. So. Über den Encounter können wir rüberspringen. Wenn wir den richtigen Charakter auswählen. Jump. So, hier waren wir schon, aber hier waren wir noch nicht. Okay. La 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 la. Okay. Minor Devil. Okay. Schlagen wir den mal tot? Schlagen wir den mal tot? Schlagen wir den mal? Schlagen wir den mal? Okay. Okay. Dancing
sind keine Untoten oder hat der Spell gefailed, weil du nicht gut genug bist? Oder failt der einfach manchmal? Weil Spellpoints hast du. Und ich meine, Untote als die Typen da, das geht ja nur nicht. Also jetzt mal ehrlich. Okay. Nürnraum. Natürlich. Ach du liebe Güte. Run. Okay. Geht nicht. Heilung. Miss Parker meine ich. Okay. Vielleicht können wir damit umgehen. Schauen wir mal. Wenn sie sich so günstig positionieren, dass die alle... Okay, ein paar Hitpoints haben sie, so wie es aussieht. Wow, okay. Thaumaturg, also der Thaumaturg, keine Ahnung, wie man das im Englischen ausspricht. Ich weiß es nicht. Thaumaturg? Nee. Auf gut. Das Wort habe ich in der Schule nicht gelernt und ist mir danach auch im allgemeinen Sprachgebrauch nicht so oft über den Weg gelaufen, als dass ich das jemals ausgesprochen gehört hätte. Aber dafür gibt es ja inzwischen das Internet. Can be freed. Ich weiß noch, wie unser einer sich früher mit diesen lustigen Aussprachesymbolen hat beschäftigen müssen im Wörterbuch. Das war etwas, was wir uns in der Schule mal hätten beibringen sollen. Vielleicht haben sie das und ich habe genau an dem Tag nicht zugehört. Okay. Left 64, okay. The mystic thaumaturge of good can be freed if you enter right 32. Okay. Wenn du das sagst, Spiel. Okay, jetzt fehlt noch ein Rasten, mein Lieber. Okay, ihr seid ein paar. Okay, jetzt müssten wir tanken. Sieht gut aus. Okay. Where bull hungry plant, okay. Where bull klingt gefährlich. Klingt vor allem nach viel Hitpoints. Ja.
Gut. Drei? Na also. Okay. Okay, dann haben wir das erledigt, so wie es aussieht. Gut, dann sind wir mit der Stadt fertig, soweit. Dann würde ich sagen, können wir beim nächsten Mal entweder in die nächste Stadt gucken oder wir gucken uns einfach mal auf der Oberwelt ein bisschen um. Das werde ich mir bis zum nächsten Mal überlegen. Und dann würde ich sagen, wie viel Essen haben wir noch? Ah, haben noch genug, okay. Würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit mehr Might Magic 2. Also, bis dahin. Tschüss.